Nö, ich weiß auch nicht für wie lange, aber... Ja, ja, klar, Mama ist einverstanden. Du, Oma, ich ruf dich nachher nochmal zurück, ja? Okay, bis dann. Was willst du? Dich fragen, warum wieder alle außer die Idioten sind. Das hörst du dir jetzt gefälligst an. Ich weiß nicht, ob du es merkst, aber alle haben unter dir zu leiden. Adrian, ich, deine Mutter. Das sind eure Probleme. Nein, dein Problem. Wann kapierst du endlich, dass du... Du ziehst jedes Mal die gleiche Nummer durch. Ständig trickst du rum. Egal, ob deine Mutter eine Wohnung will oder ob ich deine Hilfe brauche. Jedes Mal fällt dir irgendwas ein, um es dir bequem zu machen. Du hast es gerade nötig, große Töne zu spucken. Zuerst versaust du es mit mir, jetzt auch noch mit deiner Mutter. Und die hat das echt nicht verdient. Das geht dich den Dreck an. Hau ab und lass mich in Ruhe. Ja, mach ich. Verdrück du dich ruhig zu deiner Oma. Und komm ja nicht auf die Idee, dass du auch mal was falsch gemacht hast.